Filmen. Hallo. In Filmen. Ich erwarte, dass er seine persönliche Meinung rausholen kann und nicht nur eine Medienkonferenz hier machen. Also mich interessiert jetzt das natürlich sehr im Zusammenhang mit dem Euroraum. Warum? Was da die Schweiz das betrifft, was die Auswirkungen daraus sind. Grüß Ihnen an. Also, steht zur Verfügung. Darfst du mich lächeln? Also, Sie sind ja an der ETH studiert, haben Sie, und nachher haben Sie noch einen Master in Business Administration gemacht. Und jetzt arbeiten Sie aber auf einem VWL-Gebiet. Wie ist das für Sie? Ich bin seinerzeit eingestiegen in die Betriebsorganisation, schon sofort nach dem Studium. Also ich habe meine Elektronik eigentlich nie als Elektronikforscher oder was auch immer gebraucht. Aber ich habe ein technisches Verständnis bekommen, ich habe einen Weitblick bekommen über Grenzen aus. Und das war eine gute Voraussetzung für gute Jobs zu haben. Und bezüglich Frauenquote, also nehmen jetzt die Frauenquote nicht durchkommen. Was sehen Sie für Alternativen? Wie kann man das wirtschaftliche Potenzial der Frauen vollumfänglich nutzen? Das Potenzial ist faktisch da und muss jetzt einfach noch in den Prozess gebracht werden. Genau das. Wie kann man das verschnellern? Wie kann man verschnellern, dass die Frauen in die Positionen kommen? Also für mich ist der Weg nicht der Vorschriftsweg. Das Gesetz, das vorschreiben würde, jeder Verwaltungsrat muss mindestens 15% oder 20% aus Frauen bestehen. Das wäre eine Auflage, die irgendwie wird kategorisiert wird. Dann kommt eine Frau und sagt, ich bin die 20% Frau. Ja, dann hat sie schon die halbe Kraft, für einzuwirken auf die strategischen Diskussionen und für einzuwirken auf die Entscheidungen von der Firma a priori verloren. In so einer Situation darf man die Frauen gar nicht führen. Meine Frage betrifft Masseneinwanderungsinitiativen. Jetzt nehmen wir als Szenario tritt ein, dass wir keine Lösung finden mit der EU und das Volk das tut absegnen und sagt, gut, wir verzichten auf die Bilateralen. Wie würdet ihr dann weiter verfahren? Ja, das sind ganz einfache Fragen. 2/3 von unseren Import, 3/4 von unseren Export gehen in die Europäische Union. Das heisst, mit anderen Worten, etwa 2 von 3 schweizerischen Arbeitsplätzen hängen ab von unserem Verhältnis mit der Europäischen Union. Wir haben Zeit bis im Februar 2017. Und sinnigerweise haben die Initianten im Initiativtext, der die Limite kennt, Februar 2017, doch hineingeschrieben, sollte man dann noch keine gesetzliche Grundlage haben. Also keine Abmachung haben mit der Europäischen Union, heisst das im Wesentlichen, so dass man im Inland das Gesetz machen kann. Dann muss der Bundesrat auf dem Verordnungsweg verfügen. Und auf dem Verordnungsweg verfügen würde mutmaßlich heissen, wir geben uns etwas mehr Zeit. Wir bleiben auf den herkömmlichen bilateralen Verhältnissen. Wir suchen weiterhin die Verhandlungslösung. Das ist jetzt spekuliert. Und eigentlich darf der Bundesrat nie spekulieren. Sondern der Bundesrat sagt nur das, was er weiss und was er darf sagen. Mich würde interessieren, wie das, was wir heutzutage eigentlich haben in der Schweiz mit der Landwirtschaft zu vereinbaren ist, mit der sonst eigentlich sehr offenen Wirtschaft, die wir haben, weil man ja eigentlich schon fast sagen könnte, dass die Landwirtschaft im Moment so ein bisschen protektionistische Züge annimmt. Es ist so, unsere Landwirtschaft ist nach wie vor bei den geschütztesten. Und unsere Landwirtschaft muss sich mehr und mehr daran gewöhnen, dass sie die internationalen Maßstäbe muss bestehen können. Also jetzt geht konkret zu den Subventionen, die ja wirklich höhere Beträge ausfallen. Habt ihr das Gefühl, dass das langfristig nachhaltig ist? Ja, das wird irgendwie einen Prozess geben, wo möglicherweise nicht mehr gibt, um es vorsichtig zu sagen. Aber das weniger, was sie dort als Direktzahlungen überkommen, müssten sie durch offenere Märkte, durch Tätigkeiten, die in offenere Märkte hineinführen, müssen sie kompensieren, müssen sie verdienen. Ich hätte noch eine Frage bezüglich Unternehmertum. Und zwar, man merkt, in der letzten Zeit gibt es immer mehr, jetzt gerade bei uns an der Uni, aber auch an der ETH,
gibt es immer mehr Vereine und Organisationen, die das probieren zu fördern. Und ich wollte fragen, was passiert da auf Bundesebene in die Richtung? Es gibt Staaten, die riesige Summen ausgeben, für jemanden zum Unternehmer zu machen. Und wenn der jemand das Talent nicht hat, die Lust nicht hat, das Glück nicht hat, was auch immer, dann ist das Geld am Schluss ausgegeben und der Betroffene wird nicht glücklich. Also euch ermutigen, in Eigeninitiative, in Eigenverantwortung irgendetwas zu wagen und halt sogar das Risiko auf sich zu nehmen, dass man den Kopf einschießt. Das ist bei unserer Gesellschaft nicht so populär. Aber in Amerika, wo die Start-ups in Kalifornien kommen und immer wieder kommen, dort seid ihr erst ein richtiger Unternehmer, wenn ihr mindestens einmal den Kopf angeschossen habt. Und nachher eben das zweite Mal wagt. Und wenn ihr das zweite Mal kommt, immer noch gesellschaftlich hoch angesehen seid. Das ist bei uns leider noch nicht so weit. Sollen wir sonst noch kurz ein Clubfoto machen? Also jetzt mit einem Bundesrat? Ja, gerne. Ein Selfie? Also macht's gut. Bitte schauen. Das war wirklich sehr interessant und auch persönlich. Ja, sehr. Persönlich, könnte man sagen. Ich fand es auch mega interessant, was er zum Thema EU gesagt hat. Und ich finde, meine Frage ist einigermaßen gut beantwortet worden.